Hallo und herzlich willkommen, liebe Strategiefreunde, hier zu einer weiteren Folge Let's Play Europa Universalis 4 mit Granada. Wir sind hier in Indien am Start und werden jetzt wahrscheinlich einen sehr riskanten Krieg führen gegen Marwa und Vijay oder Vijayanagara. Oder Vijayanagara, ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall werden wir hier den Krieg erklären. Ach, Quahilo ist ja auch noch mit verbündet. Okay, Quahilo hat 9000. Da sollten wir als allererstes mal gucken, dass wir diese 9000 hier killen. Denke ich. Gucken wir erstmal, ob uns überhaupt Beluchistan helfen würde. Hat einen Waffenstillstand mit Marwa. Okay, und zwar wie lange noch? 5 Jahre. Ne, so lange will ich aber nicht warten. Na, dann ist Vijay nämlich schon wieder im Frieden. Haben die schon irgendwelche Einheiten verloren? Wir haben nur noch 15.600. Das ist jetzt natürlich immer noch nicht gerade wenig, aber ich denke, das geht. Könnte natürlich sein, dass auch Quahilo dann die Kriegsführung übernimmt. Und dann Bengalen reinruft. Aber ich glaube, Bengalen ist ja weniger das Problem als Vijay. Obwohl, Bengalen hat auch 12.000, aber keine Manpower. Ja, ich denke, wir gehen das Risiko ein, Fragezeichen. Wir hätten 10 mit 19.000 mit allen Vasallen zusammen, wenn die ordentlich mit mir kooperieren. Ah, ich denke, wir schaffen das. Ich denke, wir schaffen das. Vijay kann ja nicht zu uns durchlaufen. Gehen wir auf Geschwindigkeit 3. Und greifen hier die Quahilorische Armee an. Ja, Jaipur hilft uns. Die haben 1-0er General, wir haben einen 2-5er General. Und sie haben keine volle Moral. Eigentlich sollten wir das durchaus schaffen. Ja, wir konnten ihn leider nicht deckwipen. Dafür haben wir ein bisschen zu lange gebraucht. Okay, Vijay hat übernommen. Das war zu erwarten. Okay, so, jetzt gucken wir mal. Er bekommt nirgendwo Militärzugang. Das heißt, er wird nicht zu uns laufen können. Mit hoher Wahrscheinlichkeit. Okay, Sind macht das schon für uns. Gut, dann müssen wir das nicht mehr machen. Dann gehen wir jetzt hier belagern. Wir könnten Jaisama konvertieren in 1111 Monaten, weil wir ein bisschen mehr Pietät jetzt haben. So, laufen wir so, dann verlieren wir keine Manpower. Okay, wir können unsere Einheiten zusammenfügen. Und dann senden wir 2 dorthin. Und 2 dorthin. Und ich denke mal, den Rest lassen wir von unseren... nein, du gehst dorthin. Den Rest lassen wir von unseren Vasallen belagern. Oh, das sind 3000er Festungen. Okay, dann bleiben wir halt doch hier stehen. Und wir verlieren immer noch relativ viel Geld. Venat und Korin blockieren uns. So. Ich denke, wir werden einfach nur dadurch, dass wir warten, genug Kriegspunkte bekommen, damit wir Marwa von Vijay fordern können. Guck mal, er wird sogar momentan von Orissa belagert. Okay, und er belagert Orissa. Das heißt, die haben da so eine kalte Front. Er hat wohl gerade eine ganze Menge Söldner ausgehoben. Gucken wir mal, militärzugangsmäßig. Beluchistan gibt ihm Militärzugang, Bengalen und Jaunpur. Aber da er an keine... Ah, wohl, doch, verdammt. Dadurch, dass er mit Orissa im Krieg ist, könnte er einfach zu uns laufen. Das habe ich natürlich nicht bedacht. Das war natürlich... Fail. Okay, hoffen wir mal, dass das nicht macht. Jetzt haben wir nämlich wahrscheinlich ein Problem. So, dann sagen wir hier Anschluss erlauben. Sagen hier sind, er soll zu uns laufen. Falls Vijay tatsächlich hier ankommen sollte. Aber dann haben wir nämlich ein echtes Problem. Im Riesenreich hat Delhi den Krieg erklärt. Okay. Gut, er kann nur diese eine Provinz hier fordern. Denn die da hinten kann er nicht koren. Ich hoffe wirklich sehr, dass Vijay nicht zu uns kommt, wenn er die Belagerung hier gewonnen hat, sondern dass er gegen Orissa kämpft. Hat er sonst noch irgendeine Belagerung am Start? Ne, nur die hier. Ich weiß nicht, wo hat er denn seine restlichen Einheiten? Er hat doch gerade neue produziert. Er hat doch jetzt 26.000. Da sieht man halt wieder die Power der Lucky Nation. So.
So, was hast du vor? Mal lass noch mal kurz Sint ihn hier umbringen. Ich denke mal, die machen das. Warum auch immer sie jetzt hier hinlaufen. Aber hier, nein. Okay, hoffen wir mal, dass Jaipur das schafft. Sieht aber danach aus. Ach nee, jetzt haben die hier ihre Belagerung abgebrochen, dein Ernst. Oh Gott. Ah, Vijay hat seine Belagerung abgebrochen und ist wahrscheinlich jetzt auf dem Weg zu uns. Verfluchte Scheiße. Okay. Truppen alle hierher zu uns. Los, los, los. So, auf. Sind, schließ dich uns an. Okay, ich hoffe wirklich sehr, dass unsere anderen Vasallen uns helfen, wenn Vijay jetzt tatsächlich da mit 19.000 Mann angelaufen kommt. Da haben wir nämlich ein wirklich, wirklich, wirklich großes Problem, wenn das passieren sollte. Warum gibst du ihm auch Militärzugang, du Idiot, ey? Was soll denn Mist? Neutral, neutral, ja. Das ist ein Problem. Ah, nein, er ist wieder da. Gott sei Dank. Okay, wie viel Einheiten hat Norissa momentan? Ist er in der Lage, ihn in... 9.000. Wir stehen aber 10.000, 12.000. Wer ist denn denn noch mit ihm im Krieg? Ah, Koch ist da oben noch dabei. Verbündeter von Orissa, okay. Ja, lasst uns hoffen, dass das alles soweit funktioniert. Unter Doab haben wir schon mal belagert, das ist schon mal gut. Quahilo würde Frieden mit uns annehmen, aber... Ich glaube, dass... Ach, wir können ihn nicht vasalisieren, weil er zu groß ist. Okay, das ist natürlich ein Problem. Mitteldoab hat, glaube ich... Ja, Mitteldoab ist eine der 11 Grundsteuerprovinzen. Gehört allerdings nicht zur selben Kulturgruppe wie Jaipur. Das heißt, wir könnten es Jaipur nicht verkaufen, glaube ich. Denn es gibt ja keine Übergruppe Indisch, sondern hier drei verschiedene Hauptgruppen quasi. Einmal hier im Süden, im Westen und im Osten. Und dann noch, ja vier sogar, stimmt gar nicht. Vier und dann noch eine hier im Zentrum. Hindustanisch, Westharisch, Dravadisch und Ostharisch. Ja, ist jetzt die Frage, wenn wir jetzt Frieden schließen mit Quahilor, ob der dann Vijay durchlässt. Wahrscheinlich schon. Okay, wir belagern erstmal Girt. Hoffen das Beste, dass Vijay nicht kommt und uns angreift. Ramadan. Okay, mehr Pietät, klingt gut. Ah, immer noch 1011 Monate. Obwohl das updated ist jetzt. Jetzt werden es nur noch 256 Monate, ist aber immer noch ein bisschen zu lang für meinen Geschmack. So. Katihava hat hier gleich die Belagerung von Marwa gewonnen, das heißt, wir haben dann das Kriegsziel. Okay. So, du stellst dich hier nach Unterdoab, damit auf jeden Fall, wenn der uns hier angreift, dass er dann der Angreifer ist, wenigstens. Leider gibt es hier interessanterweise in Indien so gut wie keinen Dschungel, außer hier. In dem Gebiet finde ich ein bisschen seltsam, ehrlich gesagt, aber okay. So, schließ du dich mal hier an, bitte, Katihava, wenn es geht. Okay, machst du nicht, dann senden wir ja einfach selber noch eine Einheit hin. Keinen Anschluss erlauben, keinen Anschluss erlauben. So, dann haben wir hier 15.000 Mann. Hoffen wir mal, dass das reicht, um ihn aufzuhalten. Wir können ja leider keine... Obwohl, können wir in besetzten Gebieten Söldner bauen? Nein, Überseeprovinzen. Logisch, stimmt, habe ich jetzt nicht dran gedacht. Zählt natürlich immer noch als Überseeprovinz, weil Kastilien uns immer noch nicht angreift. Was machst du denn die ganze Zeit, sag mal? Er will uns aber nicht angreifen. Er will wohl die Gründung von... von Spanien noch ein bisschen rauszögern, so wie es da aussieht, warum auch immer. Die Belagerung wird das wahrscheinlich nur eine Weile dauern. Aber wir können jetzt natürlich mal gucken. Okay, erstmal brauchen wir einen Diplomaten voll, können wir gar nichts gucken. Das Problem ist, dass Vijay immer noch sehr hohe sehr hohen Kriegsenthusiasmus hat und das wird auch so bleiben. Marwa hat mit Orissa weißen Frieden geschlossen, okay. Aber sie haben beide ihre Belagerung abgeschlossen. Keiner belagert mehr. Das heißt, entweder kämpfen sie gerade gegeneinander irgendwo. Oder Vijay ist auf dem Weg zu uns und gibt uns gleich eins auf den Nuss. Dann gucken wir mal. Gibst du uns Marwa? Nein, die
Kriegsdauer ist noch nicht hoch genug. Vielleicht, wenn wir Girt belagert haben. Ich hoffe es sehr. Hat einer unserer Generäle eigentlich Belagerungspunkte? Oh ja, er hat 3 Belagerungswert, okay. Dann sollten wir ihn... Das ist aber halt sehr risky, weil das Problem ist nämlich... nein, ihr bleibt bitte alle schön. Nein. Das Problem ist, wenn Vija jetzt hier ankommt, dann haben wir ein richtig fettes Problem. Weil wir hier keinen guten General haben, weil der steht dann natürlich hier. Aber dadurch geht halt eben die Belagerung bedeutend schneller. Und daher lohnt sich das, denke ich, durchaus. So, Manpower sparen und vor allem so viel Manpower wie hier haben wie möglich. Ach, er hat Delhi als Vasallen genommen. Oh, KI, ey. Du bist ja richtig klug. Du bist ja richtig, richtig klug. Das ist natürlich nicht gut. Eigentlich ist es besser als Granada, wenn das Timurienreich am Anfang eher passiv ist. Nicht sofort nach Indien reinrennt. Weil da muss man es ja irgendwann bekämpfen und das ist suboptimal, obwohl das sowieso meistens irgendwann zerfällt. Okay, mehr Pietät. Gucken wir mal, wann wir es konvertieren können. Ja, aber es scheint so, als würde sich Vijay tatsächlich dauerhaft auf Orissa fokussen. Irgendwie belagert hier Orissa immer weiter und Vijay macht gar nichts, warum auch immer. Keine Ahnung, was die hier vorhaben. Gibt es immer noch ihnen Zugangsrechte? Ja. Okay, aber die Belagerung hier ist gleich abgeschlossen. Das heißt, theoretisch gesehen, sollten wir diesen Krieg so gut wie gewonnen haben? Fragezeichen. So, was würdest du uns denn geben? Okay, er würde uns Marwa geben. Ist die Frage, ist das genug für uns? Reicht uns das? Oder wollen wir Mittel Doab haben? Oder Unter Doab? Das Problem ist jetzt, wenn wir jetzt separat Frieden machen mit Gwahilor, was wir können. Gucken wir mal, habt ihr viel Geld? Relativ viel. Ja, wir könnten 100 Dukaten von ihnen fordern. Oder eine Provinz halt eben. Wir können ihn leider nicht vassalisieren, weil es 101% sind, das ist sehr ärgerlich. Sonst hätte ich ihn jetzt vassalisiert und dann mit Vijay Weißen Frieden geschlossen, wahrscheinlich. Aber ich denke, so nehmen wir lieber Marwa. Mit wem bist du denn so verbündet? Mit Mewat, okay. Malwa hat wie viele Einheiten? Okay, den können wir auf jeden Fall besiegen. Ich denke, da nehmen wir jetzt Marwa, machen einen Anspruch auf Mewat und dann machen wir Frieden. Guck mal, er gibt uns sogar noch eine ganze Menge Geld. Zusätzlich. Okay. Wir wollten unterdrücken. 83 Monate für Jaisama. Wenn wir die Stabilität erhöhen, sogar ein bisschen mehr. Jetzt haben wir leider keine religiöse Einheiten mehr. So. Dann holen wir hier erstmal unsere Einheiten nach Marwa. Und dann werden wir so schnell wie geht einen Anspruch auf Malwa fingieren, bevor er noch irgendwelche neuen Bündnisse schließt, die uns nicht passen. Ja, wir machen minus 1 Dukaten im Monat, aber haben wir noch für 190 Monate Zeit. Also das ist nicht so das Problem. Machen wir hier einen Anspruch. So, wie lange braucht eine Konvertierung? 59 Monate. Ja, ich denke, wir warten, bis wir noch ein bisschen mehr Pietät haben. Wie alt ist uns eigentlich unser neuer Typ hier? 23, das heißt, der wird noch eine Weile leben. Okay. Okay, das hat leider eine ganze Menge Manpower gekostet, aber was soll man machen? Die Frage, wollen wir warten auf den nächsten Militärtech? Das Gute ist, dadurch, dass wir die ganze Zeit noch an Kastilien grenzen, kriegen wir dadurch natürlich wahrscheinlich einen, ja, dadurch kriegen wir einen ganz schön guten Nachbarbonus. Das ist natürlich ziemlich awesome. Ich hoffe, wir können den noch nutzen. Dafür brauchen wir aber noch eine ganze Menge Punkte. Beleidigungskriegszug gegen Katihava.
Oder viel mehr Beziehung mit allen Leuten. Das klingt doch sehr schön. Weil wofür wollen wir einen Kriegsgrund gegen unseren Vasallen? Das ist ja irgendwie ein bisschen Schwachsinn. So, unsere Armee ist voll reinforced. Von daher haben wir mal den Unterhalt ganz gering wieder. Wir machen mittlerweile auch wieder Plus auf keinem Unterhalt. Das ist schon mal gut. So, ich hoffe, wir werden hier nicht entdeckt. Ich hoffe es sehr. Hast du schon irgendwelche neuen Bündnisse? Nope. Er hat auch eine Staatsehe mit Delhi, aber das bringt ihm nichts. Jaipur scheint ein Bündnis mit ihnen zu wollen und Bastar. Okay, das. Er ist Hinduist und er ist Sunnist. Ich glaube, Jaunpur könnte sogar theoretisch vasalisiert werden. Normalerweise haben die mehr Provinzen. Ich glaube, das hier gehört normalerweise beides zu Jaunpur am Anfang. Da kann man sie dann auch nicht vasalisieren. Ne, nur Unterdorp, okay. Aber sie haben Anspruch auf Mitteldorp. Das heißt, Jaunpur wäre sogar jemand, der es wert wäre zu vasalisieren. Allerdings ist der verbündet mit Balochistan und mit Bahamas. Das ist natürlich eher weniger von Vorteil. Ach, Kastilien hat es endlich den Krieg erklärt. Okay. Ja, Balochistan hat uns sogar geholfen. Okay. Ja, dann lassen wir ihn schnell Granada erobern und dann ist gut. Gott sei Dank hat er das endlich gemacht, ey. Und dann haben wir gleich unsere Kernprovinzen hier in Indien. Gut, jetzt verdienen wir natürlich eine Menge Geld wieder, klar, weil wir jetzt keine Provinzen mehr haben, die wirklich überhaupt irgendwie Geld produziert. So, wir haben unseren Anspruch gegen Malwa. Ich würde sagen, den nutzen wir dann auch so schnell wie möglich. Auch wenn uns das jetzt wahrscheinlich sehr viel Geld kostet. Leider sind wir nicht mehr in der Lage, den Nachbarbonus von Kastilien zu benutzen, so wie es aussieht. Macht ihr das mal ohne mich? Greift die mal alleine an. Bitte schön. Machen die das von alleine? Yusuf, 3-1-1. Schwachen Anspruch. Ja, sie machen es von alleine. Das heißt, wir müssen da keine Manpower rein investieren. Dann. Ach. Die sind auch sunnitisch. Das heißt, wir verlieren jetzt wieder ein bisschen Pietät. Das ist natürlich schade. Naja, egal. Ich denke, wir erklären hier den Krieg. Gucken mal, würden sie uns helfen, wenn wir nicht mit Kastilien im Krieg wären? Nö. Okay, dann ist es mir egal. Dann sammeln wir hier mal alle unsere Einheiten in Marwa. Ich denke mal, unsere Vasallen werden da hinkommen. Hoffe ich mal. Oder wir warten halt erst ab, bis Kastilien hier gewonnen hat. Sollte nicht allzu lange dauern. Wenn wir eh keinen Krieg hier führen, dann können wir auch den Unterhalt wieder senken. Die da noch sind. Man müsste auch hier dann Rajputanisch akzeptiert sein. Das bedeutet, wir haben hier deutlich weniger Revoltenrisiko. Also sobald wir ein Core drauf haben, natürlich erst. Ah, wenn wir Glück haben, schaffen wir es noch, unseren Tech zu bekommen, bevor Kastilien uns belagert. Das wäre natürlich äußerst. Ja, okay, so viel dazu. Wir können das jetzt natürlich noch herauszögern. Wir brauchen noch. Ja, schon noch eine Weile, bis wir genug Punkte haben. So, mit Katihar haben wir auch maximale Beziehungen. Okay. So, alle unsere Vasallen mögen uns. Dann verbessern wir die Beziehung mit Balochistan noch weiter. Ja, ich denke, wir werden versuchen, hier noch den Nachbarbundes zumindest für den Militärtech auszunutzen. Okay, Vijay hat gewonnen. War zu erwarten. Oh, 40 Diplo-Power. Reicht das? Passt. Oder zwei Merkantilismus. Aber Merkantilismus nützt uns momentan noch nicht sonderlich viel. Von daher nehmen wir, denke ich, die 40 Diplo-Power. Und holen uns dann schnell den ersten Diplo-Tech. Obwohl, nee, holen wir nicht. Oder? Holen wir ihn? Holen wir ihn nicht. Weiß nicht, wir werden ja relativ viele Punkte brauchen, um unsere Vasallen zu integrieren.
Oh, Kastilien hat ein Bündnis mit Frankreich. Tatsache. So. Verlieren immer noch einen Dukaten im Monat. Burgunder Bauernkrieg. Oh, ist natürlich bitter. So, was mir gerade aufgefallen ist, oder was mir gerade eingefallen ist, wir können ja auch auf Gujarat jetzt einen Anspruch fingieren. Das heißt, Gujarat können wir angreifen. Das ist auf jeden Fall eher ein besseres Ziel sogar fast schon als Malwa, weil wir da nämlich einen unserer Vasallen eine Provinz zurückgeben können. Adligen fordern Privilegien. Wir haben eh schon so wenig Prestige. Muss nicht noch mehr verlieren unbedingt. Ja, ich denke, die Diplo-Power sparen wir uns. Komm. 2 Monate noch, 3 Monate. Zustrom an Ungläubigen, mehr Pietät. Jo, auf jeden Fall. Ende des Bauernkrieges. Wow, da hat er lang gedauert quasi. Okay. So, mit Militärtech 4. Ah ne, guck mal, die meisten hier haben auch schon Militärtech 4 oder jedenfalls mal ein paar. Mit mehr Militärtech 4 sind wir auf jeden Fall schon mal deutlich besser dran. Und dann schließen wir jetzt Frieden mit Kastilien. Böhmen hat super viel Tech. 6, 6, 5, 5, 5, 6, 6, wollte ich eigentlich sagen. Ups. 150 Dukaten willst du von uns, na toll. Aber das müssen wir leider annehmen, wohl oder übel. Unsere beiden Händler werden natürlich gleich rausgeworfen. Bahamas hat Orissa den Krieg erklärt, der Eroberung. Okay. Es scheint so, als würde Orissa ganz schön auf Nüsse bekommen. Und ich, Malwa hat hier Gwahilo angegriffen. Das heißt, vielleicht sollten wir jetzt doch schon die Schwäche von Malwa nutzen. Okay, Rückeroberungskriegszug gegen Kastilien, logisch. Und jetzt nehmen wir natürlich eine Million Kredite auf für unsere Einheiten, weil wir kein Geld mehr machen. So, machen wir erstmal Kors. Das Gute ist, wir haben halt 12% Überdehnung. Obwohl wir eigentlich gar keine Kernprovinz mehr haben. Ist ein bisschen unlogisch, aber naja. Wieso habe ich dich denn jetzt wieder nach Belutschistan geschickt? Das wollte ich doch gar nicht. Ich wollte dich doch nach Sindh schicken. Um Sid zu integrieren für 108 Diplo Power. So. Wenn wir hier abschöpfen. In Indus. Leider kommen wir zu den anderen Handelsregionen nicht mit unserem zweiten Händler. In Chaisam haben wir natürlich gleich mal eine Revolte. Ja, wir werden jetzt eine Menge Darlehen aufnehmen müssen, bis wir halbwegs was an Geld machen. Das Problem ist, obwohl wir jetzt hier keinen Übersee-Mali mehr drauf haben, ist das Revoltenrisiko dennoch so hoch, dass wir kein Geld machen. Das ist natürlich ein großes Problem. Weil wir, wie ihr seht, super viel Darlehen aufnehmen müssen. Jeden Monat. Ich könnte natürlich jetzt meine Armee verkleinern, aber ich glaube, das will ich nicht unbedingt. Wir müssen nur gucken, dass wir nicht bankrott gehen. Wir müssen 0,05 Zinsen zahlen. Das ist jetzt noch nicht so überragend viel. Wir haben 17 Darlehen, wir können 131 Darlehen aufnehmen. Das heißt, das ist noch im akzeptablen Bereich momentan. So, Gujarat hat 10.000 Mann. Aber ich denke, bevor wir nicht mehr Geld haben, werden wir ja erstmal keinen Krieg führen. Ach, komm schon, ihr wollt mich doch veräppeln. Oh Gott. Ach, hier haben wir keine Unterdrückung mehr, deswegen. Dann machen wir die mal wieder an. Oh, waren das viele Darlehen. Verflucht. Ich glaube, ich muss doch 2 Einheiten auflösen. Wohl oder übel. So, jetzt machen wir nur noch -3 im Monat. Das ist nicht mehr ganz so hart. Integrierung von Sindh. Okay. Maximale Anzahl an Darlehen? Schon. Wieso ist unsere maximale Anzahl auf einmal nur noch 33? Okay, Bankrott. 3. August. Nee, hammergeil. Lösen wir euch mal auf.
Okay, wie machen wir mehr Geld? Irgendwie brauchen wir mehr Geld. Hier haben wir, wieso haben wir hier so hohes Revoltenrisiko? Ach, wegen der Kriegsmüdigkeit. So. Es wäre jetzt ganz schlecht, wenn wir jetzt bankrott gehen würden. Wir müssen irgendwie ins Plus kommen. Das heißt, ich muss wahrscheinlich wohl oder übel hier meine eine Reitereinheit auflösen. Es reicht nicht. Ah doch, es reicht. Okay, Gott sei Dank, ey. Gott schon gedacht. Wäre jetzt natürlich ein dicker Hund gewesen. Okay, Portugal ist nicht länger ein gültiger Rivale, Marokko auch nicht. Sind ist akzeptiert. Sehr schön. So, das heißt, wir haben jetzt hier auch kaum noch Revoltenrisiko. Wir können jetzt hier ein paar neue Rivalen nehmen. Wir nehmen natürlich Malwa. Logischerweise. Oh, und ich denke, Qahilor ist ganz gut. Okay, wie sieht es eigentlich aus mit Händlern? Oben könnte man noch einen hinschicken. Oder hier. Oder hier. Da scheint es so, als könnten wir da ein bisschen mehr Geld machen. Okay, wir machen immerhin beinahe einen Dukaten im Monat. Problem ist nur, wir können die Revolten jetzt, Revolte nicht besiegen, momentan gerade. Sieht's hier aus mit unserer Kernprovinz, die ist bei 23%. Ich würde sagen, wir annektieren erstmal noch hier Jaipur. Okay, kulturelle, wir könnten Culture Shift natürlich machen. Paschtputanisch würde dann zu unserer Leitkultur werden, aber ich glaube, das machen wir nicht. Wir bleiben andalusisch, einfach weil es cooler ist. Keine Ahnung. So, wie besiegen wir diese Rebellen? Wie sieht es eigentlich aus? Unsere maximalen Darlehen sind 103. Okay. War die Frage, helfen uns unsere Vasallen? Ja, jetzt habe ich einfach angegriffen. Okay, das war Fail. Nicht geplant, lass mich fliehen. Gott sei Dank. Okay, aber immerhin kommen unsere Vasallen jetzt. Nein, 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 nein. Hier bleiben Vasallen. Hallo. Ach, ihr seid doch so hohl. Dumm wie Brot einfach nur. Dumm wie Stroh, wollte ich eigentlich sagen. Okay, Jaipur ist integriert. Noch konvertieren wir aber erstmal nichts, glaube ich. Qahilor hat sich einer Koalition gegen uns angeschlossen. Okay, habe ich nichts dagegen. So, und man kann uns mittlerweile auf der Karte sehen in Indien. Wey! Wir sind so groß wie Malwa ungefähr. Wir machen immer noch Minus, aber das ist okay. Verbessern wir die Beziehungen mit dir. Und machen schon mal ein Claim auf Qahilor, denke ich, auf Mitteldoab. Und warten wir, bis wir hier volle Moral und Manpower haben auf dieser Armee. Und dann sollten wir in der Lage sein, die Rebellen zu besiegen, denke ich, hoffe ich. So, okay, ohne Verstärkungen machen wir sogar Plus. Da wir keine 13 Dukaten haben, muss ich wohl oder übel die Admin Power opfern. So. Okay, warten wir noch einen Monat. Immer noch nicht voll reinforced. Das gibt's doch gar nicht. Okay, Katihawa. Alles klar. Und Revolten sind auch besiegt. Sehr schön. Wie sieht es eigentlich aus? Ist, ja, Rasputisch ist akzeptiert. Das heißt, hier haben wir jetzt auch deutlich weniger Revoltenrisiko. Genau, nur noch 0,2 in Jaisama. Das ist sehr, sehr schön. Und wir brauchen sogar nur 25 Monate, um was zu konvertieren. Awesome. Bangladesch. Haben wir da Revoltenrisiko? Bisschen. Das kostet nur 10 Military Power, von daher machen wir das, denke ich mal. Hoffen, dass wir jetzt hier nicht sofort wieder eine Revolte kriegen.
Und bleiben einfach mal hier in Jaizama stehen, da wir da jetzt relativ wenig Revoltenrisiko haben und versuchen unsere ganzen Darlehen abzuzahlen. Danach werden wir den Krieg gegen Gujarat führen, denke ich. Aber das werden wir alles erst in der nächsten Folge machen. Ich danke euch wie immer recht herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Und ich hoffe, dass wir uns auch beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dahin, euer Violett.